Natürlich können Sie als privatversicherte Person auch eine Kur beantragen. Als erstes sprechen Sie mit Ihrem Arzt dafür, der muss natürlich die Kur befürworten. Dann nehmen Sie Kontakt mit der Krankenkasse und oder der Beihilfe auf und fragen nach, welche Unterlagen Sie dafür benötigen, um den Antrag zu stellen. Meist wird vielleicht ein Gutachten von dem behandelnden Arzt gefordert, aus dem hervorgeht, dass Sie aus medizinischen, also dass es medizinisch notwendig ist. Etwaige Befunde oder Röntgenaufnahmen können womöglich auch beigelegt werden müssen. Alle 3 bis 4 Jahre können Sie für ca. 3 Wochen eine ambulante Kur bewilligt bekommen und auch beantragen, sofern sie natürlich medizinisch notwendig ist. Dann nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Krankenkasse und oder der Beihilfe auf, je nachdem, und fragen da am besten nach, welche Unterlagen Sie dem Antrag beilegen sollen. Meist wird ein Kostenvoranschlag über die voraussichtliche Höhe der Kur gefordert. Das ist kein Problem. Einfach melden, das bekommen Sie dann von uns. Es werden die anfallenden Arzt- und Behandlungskosten dabei voll von der Krankenkasse übernommen und teilweise für Unterbringung und Verpflegung wird auch ein Zuschuss gewährt. Das ist aber individuell je nach Krankenkasse. Für Sie bleibt dann 10% Eigenanteil der Heilmittel zu bezahlen und einmalig 10 Euro für das Verordnungsblatt. Bestenfalls erhalten Sie eine Kostenübernahme dann von Ihrer Krankenversicherung. Und Sie gehen dann bei uns in Vorleistung, das heißt, Sie bezahlen die Rechnung und können dann die Rechnungen bei der Krankenkasse und oder bei der Beihilfe mit einreichen.